Wer war der Held deiner Kindheit? Die Spieler von Wilde Kerle. Also mehrere. Süß. Okay, Lena, deine schönste Parade. Es gibt so viele schöne. Aber ich würde sagen, an die, die ich mich besonders erinnern kann, das ist natürlich das Elfmeterschießen gegen Potsdam. Ja, es gibt natürlich schönere, aber das ist auf jeden Fall ein besonderer Moment. Wie lange brauchst du morgens im Bad? Keine Ahnung. 20 Minuten? Eine halbe Stunde? Na, so lange nicht. Wenn du nicht Torhüterin wärst, auf welcher Position würdest du gern spielen und warum? Man muss auf allen viel laufen. Also auf keiner? Ich würde schon sagen, im Sturm, weil man da viele Tore schießen kann. Dein Lieblingstorjubel bei FIFA? Ich drücke mal irgendwas. Mal gucken, was kommt. Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Mein Handy. Natürlich Giovanna. Danke, dass ich ein Ding bin. Gegenstand. Und ja, ein Bett wäre auch ganz geil eigentlich. Wenn dein Haus in Flammen stehen würde, wobei es ja eher unsere Wohnung heißen, und du könntest einen Gegenstand retten, welcher wäre das? Ich glaube, mein Laptop. Danke, dass du mich alleine lässt. Du bist kein Gegenstand. Welches Tier wärst du? In meiner alten Mannschaft habe ich immer den Spitznamen als Koala bekommen, weil ich so viel schlafe und esse. Passt schon. Der schlechteste Film, den du je gesehen hast? Den habe ich letztes Mal noch gesehen mit meinem Bruder. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Da geht es um einen kleinen Jungen, der erwachsen wird und was man da so für Probleme hat. Aber ich weiß nicht, wie er heißt. Ich glaube, Boys oder so. Jetzt kommt das. Wie heißt dein Lieblingslied? Singe es. Nö, auf gar keinen Fall. Ich habe zu viele Lieblingslieder. Mach ein Mashup. Nein. Ja, dann sag wenigstens, wie es heißt. Also im Auto hören wir eigentlich alles gemischt. Aber wo alle mitsingen, ist bei Pitch Perfect. Aber das möchte ich euch jetzt nicht antun. Okay, damit da würde ich auch zustimmen. Wenn du auf dem Titel von irgendeiner Zeitung bzw. Zeitschrift erscheinen könntest, welche wäre das? Ich glaube, ich würde auf gar keiner Zeitschrift gerne auf dem Titelblatt sein. Aber ich glaube, New York Times ist eine ganz gute Zeitung, oder? Okay, dann nehme ich das. Was ist das Leckerste, das du je gekocht hast? Müsste das nicht eigentlich Giovanna beurteilen können? Also das Beste war bis jetzt Nudeln mit Pilzsoße. Ich wusste es. Du bekommst 1 Milliarde Euro. Was würdest du dir als erstes kaufen? Ich glaube, als allererstes würde ich meinem Papa ein schnelles Auto kaufen, weil er das gerne haben möchte. Und ich mir das als Ziel vorgenommen habe, ihm das irgendwann mal zu kaufen. Und danach noch ganz viele andere Dinge. Welche Superkraft hättest du gern? Ich glaube, unsichtbar sein, weil ich dann alle Leute beobachten könnte und alles mithören könnte und sie würden mich nicht bemerken. Welcher ist dein Lieblingsfilm? Facing the Giants. Die beste Spielerin, mit der du je zusammengespielt hast? Also aus unserer Mannschaft würde ich sagen Louis. Ja, das lassen wir mal so stehen. Gut. Wer ist der beste Werder-Spieler aller Zeiten? Also von denen, die ich kenne, ist Diego der Beste. Deine Lieblingsmusiker oder Lieblingsband? Welchen Musiker ich wirklich gut finde, ist Jason Derulo. Aber es gibt halt echt viele gute und die haben alle gute Lieder und die höre ich mir auch sehr gerne abends an. Dein schlechtestes Schulfach? Oh, Mathe. Gab es wahrscheinlich gar nicht. Definiere schlecht. Spaß. 2. Was machst du, wenn wir in der 90. Minute zurückliegen und es noch eine Ecke gibt? Hey, natürlich mit nach vorne gehen. Torwart kriegt immer den Ball. Hattest du Spaß? Ja! Es ist so super hier. Immer wieder gerne. Wen nominierst du für die nächste Runde? Ich nominiere Cindy König und Maggie Schröder.